So kurz die Bemerkung zum Volumen der Pyramide: gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, ein Drittel Grundfläche Höhe oder über dieses Spatprodukt. Und sehr häufig ist bei Aufgaben eben die Grundfläche schon gegeben. Also in der Aufgabe A kommt raus, G ist irgendwie 7 und dann in Aufgabe B berechnet man, H ist irgendwie 5 die Höhe. Ja, und dann geht man natürlich auf die Formel. Wenn das aber nicht so ist, vor allem wenn die irgendwie sehr schief ist, dann brauche ich hier die drei Vektoren A, B, C. Ja. Und dann geht es über diese Formel. Die steht in der Merkhilfe drin. Für eine, wenn das vier Seiten sind, habe ich den Faktor ein Drittel. Wenn das nur so eine dreiseitige Pyramide wäre, hätte ich den Faktor ein Sechstel. Das vielleicht am Tag vorher der vom Abi nochmal kurz lernen. Eine ähnliche Bemerkung zu den Dreiecken. Sehr häufig habe ich ein Dreieck mit rechten Winkel. Ja, und wenn ich hier 5 und 7, ja, 7, das passt hier nicht so, 5 und 2, 2 habe, dann ist es 1/2 mal 5 mal 2. Die Fläche. Und allgemein wäre ja a gleich 1/2 mal Grundlinie mal Höhe. Und in dem Fall ist die Höhe ein bisschen schwierig, deswegen ist es hier meistens über das Spatprodukt, so, über das Kreuzprodukt. So. Also da würde ich jetzt A ist A Kreuz B Betrag mal 1/2. Also das ist meistens das Schnellste, wenn ich ein allgemeines Dreieck habe. Und 1/2 Grundlinie Höhe geht meistens schnell, wenn ich einen rechten Winkel habe. 1/2 Grundlinie Höhe, ich könnte theoretisch die Höhe, also wenn die Höhe gesucht ist, also man könnte theoretisch diesen Punkt nehmen und diese Gerade nehmen und Abstandpunkt gerade machen, aber das ist meistens viel, viel, viel zu viel Arbeit. Also da ist es eher noch spannend über, ja, ich habe 1/2 gleich, also A ist 1/2 Grundlinie Höhe. Wenn ich jetzt hier, also ja, also wenn ich hier ein Ergebnis habe, ja, Fläche ist 10, dann weiß ich auch hier ist die Fläche 10 und wenn ich die Grundlinie kenne, kann ich über diesen Vergleich die Höhe ausrechnen. Immer, also immer dreimal nachdenken, bevor man anfängt, Punkt, Gerade, Schnittpunkt zu berechnen. Außer es steht direkt da. Oder es gibt für die Geo-Aufgabe ganz viele Punkte, dann ist es wohl aufwendig. Aber für so eine ein, zwei Punkte-Aufgabe, so eine halbe Seite rechnen oder eine ganze Seite, vorher nochmal nachdenken, ob es anders geht.